Mit 13 ist sie die deutsche Stimme von Timmy aus der Fernsehserie Lassie. Mit 16 sorgt Eva Mattis mit ihrer Rolle in Wildwechsel für den ersten deutschen Fernsehskandal. Auch das bekannte Titellied Hey Pippi Langstrumpf sang sie in der deutschen Version. Heute ist Eva Mattis Tatortkommissarin am Bodensee. In ihrer Autobiografie Wir können nicht alle wie Bertha sein, erzählt Eva Mattis von Begegnungen mit Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Peter Zadek und anderen Großen aus Film und Theater, aber auch von den Höhen und Tiefen ihres Lebens. Wir können nicht alle wie Bertha sein, ist das Lieblingszitat von Eva Mattis aus dem Theaterstück Die Wildente von Henrik Ibsen. Bertha gilt als Beispiel für jemanden, der sein Leben meistert. Ich mache viele Sachen gerne, die ganz viel Mut erfordern. Das sagen Sie. Ist Ihr Buch eine von dieser Sachen? Ja, für mich schon, weil ich ja noch nie in meinem Leben vorher geschrieben habe. Und nachdem mich meine Verlegerin Sif Bublitz überzeugt hatte, dass ich das Buch schreiben soll, und sie war ja auch überzeugt davon, dass ich das kann, habe ich mich einfach hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und das war schon mutig zwischendurch. Ich habe 4 Jahre dran geschrieben, weil ich meinen Beruf weitergemacht habe. Und dann habe ich einmal im Jahr gesagt, ich mache jetzt Urlaub und habe mich zurückgezogen und habe das Buch geschrieben. Und zwischendurch habe ich gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Und ich dachte, ich gebe es zurück. Ich habe 2-mal den Versuch gemacht, das Ganze zurückzugeben, weil ich dachte, ich komme nicht mehr weiter und ich kann nicht mehr. Und es erschöpft mich auch. Und außerdem, das geht gar nicht. Ich kann doch nicht ein Buch schreiben. Sind Sie jetzt zufrieden? Jetzt bin ich zufrieden, ja. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich es geschrieben habe. Weil mich immer, wenn ich das SCH sprach, dann zuckte meine rechte Wange nach oben. Mein Vater sagte immer, Effi, auf welche Schule gehst du nicht? Auf die Schauspielschule. Warum Erzählungen, warum nicht Autobiografie und warum ausgerechnet jetzt, in diesem Moment? Also ich wurde schon seit 10 Jahren gefragt, ob ich nicht meine Autobiografie schreiben wollte. Und ich habe ja immer Nein gesagt, bis eben dann zu diesem Punkt, als ich Ja sagte. Und ich habe eigentlich nie gedacht, dass es zu früh ist. Also weil heutzutage schreiben Menschen mit 21 plötzlich ihre Autobiografie oder das, was sie halt bis dahin gelebt haben. Oder warum nicht? Also und ich habe es halt... Von meiner Geburt bis zu einem gewissen Zeitpunkt geschrieben. Und ich habe schon so viel erlebt. Ich könnte auch sagen, na, bevor ich das alles wieder vergesse, schreibe ich es lieber auf.